Hallo, eigentlich sind wir zu zweit hier drinnen. Mein Bruder versteckt sich hinter mir. Er ist ein bisschen schüchtern. Fragt mich der Kleine doch tatsächlich, ob ich an ein Leben nach der Geburt glaube. So ein Quatsch, sage ich. Doch, meinte er, ich glaube daran. Hier drinnen wachsen wir und werden stark für das, was draußen kommen wird, meint er. Ich meine, das ist Blödsinn. Wie soll denn ein Leben nach der Geburt aussehen? Wie soll das denn gehen? Mein Bruder meint, so genau wisse er das auch nicht. Aber er würde bestimmt viel heller sein als hier. Und vielleicht würde man sogar mit dem Mund essen. So eine verrückte Idee, behaupte ich. Wir haben doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Und wie sollen wir draußen rumlaufen? Die Nabelschnur ist doch viel zu kurz. Mein Kleiner lässt mir keine Ruhe. Er ist überzeugt, da gibt es was. Ich sage, er spinnt. Er ist noch nie einer zurückgekommen von nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende. Basta. Mein Zwilling gibt ja zu, dass keiner so recht weiß, wie das Leben nach der Geburt aussieht. Und dann fängt er doch tatsächlich an, von einer Mutter zu reden. Er meint, dass es nach der Geburt unsere Mutter sehen wird und dass sie für uns sorgen wird. Mutter, so ein Riesenblödsinn. Wo soll die denn sein? Er meint, sie ist hier um uns rum und ohne sie könnten wir gar nicht sein. Also, ich habe von einer Mutter noch nie was gehört und bemerkt. Also kann sie es auch gar nicht geben. Er lässt nicht locker. Er meint, wenn wir ganz still sind, kann man sie singen hören oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt. Ich glaube, ich sollte einfach mal still sein und versuchen, was zu hören.